Hey und willkommen hier zu einer neuen D-Sims 4 Let's Build-Folge zu meinem Modern-Fachwerkhaus und ich glaube, wir werden heute fertig, denn für unseren Sim hier, für, wie heißt die denn, die Lucy Balken, Archie und André, die Sims haben wir erstellt im Livestream, für die fehlt noch das Zimmer in unserem Modern-Fachwerkhaus, ja, ich bin Daniel von simfans.de. Die Fenster, die ihr hier seht, das ist CC, das könnt ihr euch kostenlos herunterladen, ne, diese schrägen Fenster hier, auch die geraden. Sonst ist alles hier, ne, mit allen Packs hier gebaut, no limits in dieser Reihe. Und ja, wenn ihr die Fenster nicht runterladet, könnt ihr das Haus natürlich trotzdem runterladen. Macht nichts aus, habt ihr dann halt andere Fenster oder keine. Letztes Mal haben wir hier das Kinderzimmer angefangen einzurichten. Ist schon fast fertig, so ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, wie hier in diesem Bücherregal. Ich zeige nochmal ganz kurz das Haus, weil das ist dann jetzt wirklich, glaube ich, die allerletzte Folge, wenn ich denn vorankomme. Mal gucken, das Badezimmer. Oh ja, das war auch letztes Mal hier wieder die Kommentare. Hier gehen wir mal zurück. Und zwar, mach so ein schönes modernes Bad und dann jetzt so alte Scheiß hier. Ja, ich finde, das passt hier irgendwie dazu. Da haben wir auch viel Wasser und das könnte ja irgendwie so ein altes Andenken sein, noch an das Haus oder an die Vorbesitzer oder whatever. Wenn euch das nicht gefällt, einfach ratzifatzi kurz entfernen, ist doch alles gut. So, dann haben wir hier unten natürlich die Küche, ne? Ich zeige es auch nochmal hier. Schönes Licht hier, Wahnsinn, ne? Hier ist, wenn ich da reingucke, denke ich, bam. Das Lichter-Update, das wäre echt eins der geilsten hier, wow. Dann haben wir so eine kleine Kaffeeecke auch noch gestaltet. Hier haben wir unsere tolle Sitzecke hier an dieser Ecke. Und da ist so ein kleiner Flügel, in Anführungszeichen. Natürlich hier außen, den Außenbereich, genau mit Whirlpool und Bar hier. Unten fehlt noch so ein bisschen ein Grill. Dieses Zimmer richtet ihr ein, die Galerie ist immer noch verbuggt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, wahrscheinlich auch noch später. Den Raum richtet ihr ein, ladet ihr hoch mit dem Hashtag ModernFachwerk und dann... ja, gucken wir danach, machen wir das Special, wenn die Galerie wieder funktioniert, wenn man Hashtags wieder anklicken kann in der Galerie. So, das ist der Wellness-Keller, so sieht der aus. Da gibt es dann auch, ja, mit so Badewanne, Rosen und so Zeugs, eine Sauna haben wir auch, und hier ist so der Eingangsbereich Flur. So sieht das aus, und jetzt wie gesagt noch das Turmzimmer, ganz oben mit dem Raucherbalkon. Haben wir schon gesagt, hier, das ist so ein kleiner Balkon hier noch, ne? Ich zeig nochmal von außen, so sieht das außen aus, das Zimmer hier oben, das Turmzimmer, ja, das Rapunzelzimmer, das bekommt unsere Emo-Punk-Göre, whatever. Und das ist so im Livestream entstanden, kurze Story-Zusammenfassung dazu. Und zwar wurde Kontrastprogramm gewünscht, ne? Dass wir quasi nicht alles so einrichten in diesem Stil, sondern hier so ein Ausreißer ist, so ein Kontrastprogramm, fand ich sehr spannend. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen, ja. Weil ich möchte auf jeden Fall in diesen Farbtönen auch bleiben. Also ich würde auch irgendwie in die Richtung gehen, dass wir das so machen. Schade, dass es das Bett nicht in Schwarz gibt, aber wir machen das einfach in Schwarz. Wir machen die so ein bisschen düster und ich würde die, glaube ich, auch so ein Ticken irgendwie lila dann einrichten, weil die hat auch so, ne, diese Farben da halt so ein bisschen dunkel und grau und so ein bisschen, ja, so ein bisschen eben gegenteilig, ne, nicht mehr so schön weiß und alles, sondern eher so dunkel. Ich gucke auch direkt mal nach den Vorhängen, wenn, ja, weil die muss ja schon irgendwie auch so ein bisschen dann in die Richtung gehen, ne, das ist das Thema. Kann man, glaube ich, ganz gut mit den Vorhängen dann abgrasen schon. Inhalt, nee, Farben möchte ich doch. Farben, Purpur, das machen wir so. Purpurne Vorhänge, ah, das ist ein schönes Purpur. Das ist ein bisschen bläulich auch, ne, das ist ganz cool. Das ist nicht so krass, das ist ja aus Vintage Glamour. Und das finde ich ganz toll, das finde ich echt ganz toll. Da muss man schon sagen, ja, das hat schon was. Wenn wir die nur am Rand machen, weil eigentlich so ein bisschen Licht, das schön reinlassen, möchte ich ja dann doch. Aber man könnte es natürlich auch so machen, ne, das sind die Vorhänge wenigstens so. Ne, oben die Stangen sind dann so zusammen. Ich glaube, das ist besser, ne, machen wir das mal so. Ich brauche natürlich auch noch eine Lampe. Ohne Lamp geht auch hier nichts. Wir gucken auch da mal. Oh ja, wir können da hier so Kerzen reinmachen, so ein bisschen lila, das ist ganz schön. Oh, so lila-schwarz, auch cool. Wir bleiben natürlich dem Thema schon treu, ne? Also das wird jetzt nicht komplett anders, aber auf jeden Fall wird es so ein bisschen... Oh, so eine Tiffany-Lampe, das ist auch geil. Wow, mit lila und schwarz hier, perfekt, perfekt. Hier, da gibt es ja einige Sachen hier schon allein bei den Lampen. Ich will eigentlich nur eine Deckenlampe und schon habe ich wieder alles mitgekauft hier. So schlimmer wie beim Ikea hier, echt mal. Läuft man einmal durch und schon hat man 20 Sachen hier drin. So ein bisschen kitschig darf es dann doch sein, ne? So ein bisschen in die Richtung möchte ich gehen. Vielleicht machen wir die aber schwarz auch, würde ich schon machen. Oder wir machen da wirklich so eine gelbe, so eine weiß-gelbe. Ja, ich glaube, das passt besser, genau. Machen wir nur eine Kerze? Weil das ist ja eigentlich ein Schlafzimmer, da könnte man so ein bisschen, aber ein bisschen Lampen braucht man doch. Also ich mache da mal so einen hin. Die kann man so auch leicht übers Bett machen, dann ist die nicht mitten im Weg. Ich will das Bett auch in diese Position, oder? Machen wir das so, dann haben wir hinten noch
ein Eck frei. Oder wir machen das Bett so. Genau, dann können wir hier vielleicht nochmal ein anderes Schränkchen oder so. Das ist echt schwierig, hier eine Aufteilung wieder zu finden. Wobei das hier oben eigentlich egal ist, weil da oben, da kommt man eh nicht so kurz mal hoch. Das ist vielleicht auch eine gute Position. Dann hat man da Nachttisch, hat man da hinten, ja. Ist alles blöd hier irgendwie. Alles blöd, wenn man hochkommt, die Treppe direkt das Bett ist auch blöd. Ich lasse das mal da hinten, glaube ich. Ich lasse das, glaube ich, mal da. Und dann machen wir hier ja noch so Oberflächen, schöne Schränkchen hier. Oh, da gibt es auch wieder so Krams. Jetzt wird es hier bald hier zur Kerzenanbeterin, wenn wir so weitermachen. Aber ich finde das von der Farbe gar nicht so schlecht. Wir könnten da auch sowas mal reinbringen. Oder aber hier einfach so ein schwarzes Nachttischschränkchen. Ne? Das wird, glaube ich, passt auch so gut zu den Balken, muss ich sagen. So verkehrt ist das gar nicht. Ne? Machen wir hier sowas. Ist vielleicht von der Oma noch übrig geblieben, die war hier früher mal drin. Keine Ahnung, ne? So ein bisschen halt rumspinnen, wie der Daniel das so gern macht. Hier, was kann man das jetzt nicht drehen hier oben? Ich will das oben drehen. Soll hier nicht da die Kerzen runterfallen hier gleich. Aber das geht noch. Gerade so aber, ne? Also wirklich hier, ja. So, ich hoffe, die brennt nicht die ganze Bude an mit dem Zeugs. Sie braucht natürlich auch einen Schreibtisch, weil es noch Teenager, muss noch zur Schule. Ich würde den auch schwarz machen. Nur so ein paar Sachen mit Lila würde ich da machen, ne? Machen wir da, glaube ich, mal dahin. Da passt der ganz gut dazu. Ich würde es auch so machen, vielleicht können wir dann da hinten dann noch irgendwas, ich weiß nicht, vielleicht einen Schrank oder, es wird schwierig, ne, also da was reinzupacken in dieses Eck, das ist, glaube ich, echt schwierig hier, da müssen wir mal gucken hier, also so einen modernen Schreibtisch, dann können wir da einen Komfort, dann machen wir da so ein, ja, da können wir dann wieder ins Lila, gibt es ja nicht in Schwarz und Lila, gibt es, glaube ich, nicht, machen wir das mal, ja, es ist auch, Vielleicht können wir auch die Lampe dann eher da drauf. Das hat so ein bisschen mehr. Ne, dass man beim Schreibtisch schon ein richtiges Licht hat und am Bett kann man dann so Kerzen und so aufstellen. Das können wir irgendwo auf so eine Kommode draufpacken, wo die hin soll, weiß ich aber allerdings auch noch nicht. Das ist echt Blödigkeit. Eine Blödigkeit hier. Dieses Zimmer ist komisch aufgeteilt. Da passt ja gar nichts rein hier. Ja, das wird echt schwierig hier. Vor das Fenster kannst du auch nichts stellen. Das ist nicht so easy wie easy. Braucht die überhaupt einen Computer? Die soll ja einfach Hausaufgaben machen, sie ein bisschen schwarz hier schminken oder lila. Und dann passt das. Ja, machen wir das so. Machen wir das so. Das ist hier ein kleiner Schminkschreibtisch. Da macht die auch die Hausaufgaben drauf. Dann tun wir die da dazu. Ja, da muss die echt aufpassen, ja. Alles elektronische Kerzen. Das Ding gar nicht. Also mit den Kerzen finde ich schön. Das hat auch so ein bisschen was irgendwie. Ja, einfach so was Gemütliches und. Ja gut, die lassen wir dann weg, das reicht dann auch, oder? Ich finde die da hinten schöner und die sind auch cool, die drei. Ja, lassen wir das mal so. Ich würde dann jetzt nochmal gucken, dass wir da nochmal eine Pflanze oder so finden. Das ist nämlich immer ein bisschen schwierig. Da finde ich das auch ganz toll. Die wird sich, glaube ich, so eine aussuchen, oder? Die wird sich so eine aussuchen, wobei die passt da auch nirgends mehr hin. Ai, chibum, bai, chibum, bum. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen noch hier einen Teppich, glaube ich, auch. Oh, der ist ja cool. Kennt ihr den schon? Ich kenne den noch gar nicht. Boah, der ist ja echt cool. Da muss ich schon sagen. Was da für schöne lila Teppiche gibt. Hier müssen wir öfter mal was lila bauen. So ein bisschen Pastel Beach Style ist das ja auch. Weil, ich mache jetzt hier mal Move Object an. Da haben wir ja nämlich am Vergrößerungs-Cheat, Verkleinerungs-Cheat, haben wir ja auch so ein bisschen lila-grün das eingerichtet. Ich finde das ganz toll. Das ist ein bisschen wärmer. Ne? Das ist nicht so kalter Holzboden. Na gut, Holzboden ist nicht. Weniger kalt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So ein bisschen, ja, wenn man damit mit barfuß ohne Schuhe rumlatscht, wird da hinten einfach einen Baum reinstellen. Ich finde den zu toll, das Bäumchen. Ja, das ist doch schön. Komm, dann machen wir den Schreibtisch doch da so rüber, oder? Das ist doch besser so. Top Aussicht hier, Madame. Direkt fetten Kamin vor dem Fenster. Ja, ja, ja. Da ziehst die Vorhänge eh zu. Wow, das Pflänzchen ist auch toll. Wow, ich übertreibe es jetzt wieder, aber ich finde, das darf hier so ein bisschen creepy. Das sieht man direkt auch, dass das das Fenster ist von der Ollen hier. Da könnte man auch so einen größeren Stab hier irgendwie machen. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Und wir stellen das Ding raus. Ja, hat sie gesagt hier, ne, das stelle ich raus, das kommt hier raus.
Da gibt es schon schönes Sachen. Also wenn man nach den Farben mal filtert, das lohnt sich, glaube ich, wirklich. Wir müssen jetzt nochmal gucken, was brauchten die noch? Die braucht im Schlafzimmer, eigentlich wäre es gut, noch eine Kommode zu haben. Wobei ich muss sagen, meine Sims, die ziehen sich eigentlich relativ selten um. Eine Kommode zumindest. Also wenn, dann haue ich die direkt in den Erstelle ein Sim und eventuell ändere ich dann auch Sachen. Das ist jetzt echt wieder schwierig, wobei ich die ganz cool finde. Die ist modern und trotzdem schwarz, ne? Also modern, trotzdem schwarz. Die ist, lila ist die auch nicht, aber lieber so einen alten Schränkchen da, das ist ein bisschen schmaler. Ne? Das könnte man dann noch ein bisschen hier vor das Fenster hin tricksen. Wobei dann müsste das Ding eigentlich müsste hier stehen, ne? Also schon schwer das Ding. Ich könnte vielleicht hier noch so ein Schrank, mir ist auch zu schwer. Ja, gut, das passt halt mehr zu den, nee, da haben wir andere Schränkchen genommen. Ich würde einen alten Schrank hinstellen. Ja, das ist Kommode, die muss da hin. Wo soll ich die sonst hinbringen? Ich kann die doch nicht vor das Fenster stellen. Wobei, das ist ja das Dach so eigentlich, ne? Das ist ja eigentlich so das Dach. Aber beim Treppenaufgang ist ein bisschen, können wir das ein bisschen reintricksen. Ja, aber da kommt schon das Fenster. Nee, das geht auch nicht wirklich gut. Komm, wir machen das so. Und dann haben wir ja da noch Platz für unser tolles Pflänzchen. Muss es doch nicht raus. Dann wird das wieder kleiner, ne? Das ist ein bisschen Käse. So. Das Käsekuchen hier. Yeah. Ist sehr schmaler, das ist aber auch nicht wirklich. Nee, da geht das auch vor die Vorhänge, das ist nicht so schön. So ist es noch okay. Dann geht der Vorhang, der geht halt da, der ist halt hier gebauscht, hier da hinten. Ja, das geht schon. Ja, komm mal, das ist ein bisschen was anderes jetzt hier. Ihr wolltet diesen Sim hier haben? Dann kriegt ihr den Sim hier auch. Ich mach das mal so. Und ich würde ihr jetzt noch so ein bisschen was Liebliches reinbringen. Weil es sieht, es könnte auch junge Erwachsene, könnte alles sein. Ich würde gerne noch so einen Teddy reinmachen, weil da gibt es doch auch diese lila. Also eine Truhe ist auch schön. So eine Truhe, weil da gibt es doch auch diese schwarze Variante. Gibt es nur mit Gold. So eine Truhe finde ich ganz toll, aber das ist mir ein bisschen zu, ja, klischeehaft dann wieder. Aber der hier ist geil, der Creepy hier, der Vampire-Dinger. Den kann man jetzt ja auch verkleinern, das ist voll sweet, voll sweet. Wir machen den da so ins Eck hin, ich mache den nochmal größer, weil dann tut er das jetzt so ein bisschen abrunden, ne, sag ich mal. Dann ist das Ding nicht so penetrant im Raum, sondern ist so abgerundet hier, das ist ganz cool. Der ist wirklich klischeehaft, okay, aber ja, das tut man nicht alles. Die kriegt hier noch ein bisschen Krams hier. Was kriegt die für Krams hier? Ketchup? Ey, jetzt mal ehrlich, was ist das denn hier für ein Scheiß? Wieso kommt das hier bei Kinderschreibtischdeko oder Ketchup-Ding? Willst du mich verarschen oder was? Ich mache hier so ein Ding. Sie ist ja voll, ja, ich weiß alles. Aber dann hat die da noch Platz, auch um Hausaufgaben zu machen. Ne? Dann können die da nämlich ihr Dings drauflegen, auch ihr Hausaufgabenbuch. Okay, und da haben wir jetzt noch ein bisschen Platz, da würde ich dann wirklich auch, wie gesagt, entweder machen wir da ein Hobby, dass die eine Geige oder so spielt, das ist nicht bei Kindern unbedingt, oder wir machen da, ja, irgendwie sowas hin oder sowas, ein bisschen komisches. Wow, das ist auch eine geile Lampe, aber dann gehen wir zu Agnes Vampir rein, das will ich nicht, oh, die ist ja auch nicht schlecht, aber das ist, nee, bisschen zu viel. Zu viel ist gut, schön. Oh, die sind auch cool. Das ist so ein bisschen was, na, das meinte ich damit. Das ist so ein bisschen was Weibliches muss da dann doch rein. So ein bisschen was Verspieltes, sagt man mal so. Und das harmoniert hier so gut über die Balken. Dann machen wir das mal so. Das finde ich ganz toll. Können wir das da auch noch da oder sollen wir das da nehmen? Das ist ein bisschen zu viel. Aber so ein bisschen was Kindisches muss da noch rein, ne? Und da, was packen wir da noch hin? Da, wie gesagt, ein Hobby wäre nicht schlecht noch. Ich guck mal rein jetzt in, wir gucken mal so rum rein, Aktivität, wie mich jetzt blöd, da ist es doch. Irgendwie in letzter Zeit haben die das umsortiert, jetzt mal ernsthaft, dieses Menü haben die das umsortiert, irgendwas ist da anders. Tiere kommt natürlich hinzu, aber ist das irgendwie anders sonst? Irgendwas ist da anders. Ich check's nicht. Da brauchen wir jetzt nicht mal ins Lila reingehen, da können wir jetzt mal gucken, ob wir da irgendein Hobby finden. Also ich würde da vielleicht ihr so eine Gitarre hinstellen. So eine, das ist cool. Das passt dazu. Und, ja gut, die nicht des Sensenmanns, ne? Die ist dann wieder zu extrem. Ja, das ist immer so eine Mischung. Manchmal darf man ausreißen und die soll Kameras hier. Das finde ich toll. Das ist so ein bisschen Max Caulfield-Style. Ne, die kriegt hier eine fette Kamera hier. Die würde vielleicht auch Straßenmusikerin oder so. Und
Ja, da dürfen gerne noch mehrere Kameras da auch dazu. Ne? Dann machen wir das so mal einfach. Der hat da mehrere Kameras. Ja, auch die mittlere kriegst du auch noch. Guck mal an Mädchen hier. Ein Mädchen kriegt die ganzen Kameras hier. Ihr Darkroom-Zimmer. Wo machen wir das? Genau, das ist jetzt das Hobby da draußen. Da möchte ich wirklich eine Staffelei auch noch hinbringen. Weißt du, ein bisschen künstlerisch darf die dann auch sein. Da würde ich dann auch so eine bemalte dazu hinmachen. Das ist ganz schön. Und dann kann die da so ein bisschen was Düsteres malen, wenn sie in Stimmung ist. Ich glaube, ich habe sogar das Merkmal traurig bekommen. Haben wir das ihr gegeben? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Dann diese Wand, da würde ich dann, was soll ich sagen? Also da würde ich auf jeden Fall die Gemälde dann von ihr aufhängen. Wobei die jetzt ja noch keine gemalt hat, deswegen hänge ich da mal andere Poster auf. Aber falls ihr da drin wirklich spielt und die Story hier spielt, die Familie gibt es natürlich auch in der Die Sims 4 Galerie als Download, wie auch das Haus. Dann übrigens einen Haken setzen unbedingt bei benutzerdefinierte Inhalte, weil da wird das drunter angezeigt. Dann kann man da die Bilder aufhängen. Und bis dahin würde ich jetzt einfach mal hier diese lila Dinger da nehmen. Hab ja sonst nichts. Und die ist künstlerisch begabt, deswegen nehmen wir jetzt das hier. Ekelhaftig. Nee, die finde ich echt cool. Die haben was. Oh, das ist auch geil. Oh, das ist jetzt auch geil. Oh, das ist jetzt fett. Alles modern wieder, ne? Richtig schönes, modernes Gemälde. Wenn wir das kleiner machen, komm, das passt besser, ne? Das andere ist zu bar-like, oder? Aber es leuchtet zu schön. Also könnt ihr euch entscheiden, was ihr da haben wollt. Also da würde ich auf jeden Fall, wenn man da spielt, dann die schönen Gemälde aufhängen. Und das Tolle ist, wir sind hier im Turmzimmer. Das heißt, man sieht alle Wände. Und man kann das hier jetzt noch beleuchten, einfach Lampen kleiner machen. Das ist voll cool. Und dann wird das so ein bisschen noch hier heller. Ja, das ist gut so. Es ist auch ein bisschen arg hell geworden, aber ist okay. Man fällt einfach mal weg, ne? Ja, das ist schon schön. Bisschen weiblich, bisschen was Altes, was Neues, was Modernes, was Gemischtes. Lila, Schwarz, Farben dran gehalten, so ein bisschen andere Vorhänge hier auch noch. Ja, die sind okay. Die sind ein bisschen blaustichig, ist okay. Wurde einmal zu warm gewaschen, die Farbe ist raus. So, jetzt gehen wir runter. Wir gehen nach unten. Yay. Hey, komm, das ist cool. I like. Wir gehen da runter erstmal. Wir müssen hier nämlich noch was machen. Und zwar will ich da noch so ein paar Bücher und so drauflegen. Ne? Also da braucht man noch sowas. Wir könnten auch, das ist vielleicht eine coole Idee, weil die Kids stehen doch alle auf die Void-Kreaturen, dass man da vielleicht die Karten noch aufstellt. Aber ich möchte jetzt erstmal so ein paar Bücher hinlegen, weil das passt hier so toll, glaube ich. Ne? Das ist so schön da am Rand. Da passen da so ein paar Bücher hin. Das war ja auch was lernen, der Bub. Unser Archie Balken. Arch ist ja, glaube ich, auch Bogen, ne? Oder nicht? Oder Bogen, ne? Arch, das sagt man ja auch zum Bogen. Also nicht nur zum Bogen schießen, zum Bogen, Türbogen oder so, ne? Okay, und jetzt gehen wir in den Baby.showHiddenObjects rein. In den Debug, auch bekannt jetzt unter Unbekannt. So, Unbekannt. Und dann sortieren wir nach dem Paket hier, ne? Der Parks. Da geben wir ein, wo ist es denn jetzt? Kinderzimmer, glaube ich, war das. Genau, Kinderzimmer, Accessoires. Da gibt es diese Void-Kreaturen. Er mag die Pflanzen und Wasser ganz gern. Er ist so ein Naturbursch, haben wir ja gesagt, ne? Die passen da so toll da drauf, oder? Ist voll geil. Komm, dann kriegt er, was kriegt er noch? Hier, da ist dieses Europ-Verschnitt. Da ist dieses Europ-Arktikorn. Arktikorn und Diskurs kann ich nicht lesen, will ich auch nicht. Und dann, genau, eine Meduse und natürlich den Meduse, wo oben kommen die Wasser hin. Jetzt haben wir da auch einen Pflanzen, aber der hat halt drei Pflanzen rausgekriegt aus dem Booster-Pack. Pech gehabt. Machen wir das so. Ja. Oh, der ist so cool, den kann man jetzt ja auch verkleinern. Yay, das ist so toll. Ich liebe es, dieses Verkleinern. Man könnte dann wirklich so passend zu den Dingern, hat er die Aufkleber da irgendwo. Ach nee, das hasse ich wieder. Ach, das sind diese Scheißaufkleber. Wisst ihr, was das Problem ist? Die werden klein und die werden dann so klein, dass die in die Wand reinrutschen. Ich habe das den Entwicklern schon geschrieben bei Twitter. Und ab einer bestimmten Größe verkleinern die sich so sehr, dass die in der Wand verschwinden. Das ist total murks, ich wieder gemacht. Fragt man sich, was das Qualitätsmanagement oder das Testing, ne, was die da für einen Scheiß da wieder probieren, wenn die sowas einführen und sowas nicht entdecken, was ich nach zweimal verkleinern entdecke. Naja, gut. Okay, das Bild müssen wir auch noch verkleinern. Damals gab es noch keinen Verkleinerungs-Cheat. Das ist wieder so eine Geschichte hier, ja. Und sonst passt es aber, glaube ich, ne? Oder hatten wir denn da schon?
Die sieht mir auch verkleinert aus. Ist die verkleinert? Ja, Tatsache, hatten wir den da schon. Eieiei, wieso habe ich das Bild nicht kleiner gemacht? Okay, ja. Dann gehen wir weiter nach unten. Das sind wir jetzt auch schon fertig hier, komplett. Da gehen wir runter dann und gehen in das... Ja, das Wohnzimmer ist so geil, ne? Ich muss das mal angucken, ist so cool. Wow, I like. Da will ich auch reinziehen hier. Oh, die geile Katze, du, die freut sich hier. So, genau, oh, da habt ihr noch kommentiert, genau, ich denke gerade dran, immer wenn ich da runtergehe, dann denke ich dran, hier, dass der Action, hier, das fehlt noch, hier, das falsch gemacht. Ja, kann man ja fließen, kann man ja fürcheln mit Steuerung und F gleichzeitig gedrückt halten, kann man das hier so machen, dann ist das weg, sehr gut. Dann wird das ein bisschen Gartenkrams, wenn man will. Genau, und da möchte ich noch so einen Grill machen, da kommt man ja raus. So, aus unserem Wintergarten hat ja jeder einen Wintergarten erstellt, der mitgemacht hat. Und dann kann man da hier noch ums Eck rum. Und ich würde gerne die Gießkanne dann darüber stellen, die ich mal rausplatzieren, auch aus dem Biwak. Und dann kann man da jetzt noch so ein bisschen Grill machen. Und ich würde gerne da draußen, ich mache mal das Taglicht an. Ich würde gerne da draußen, ich zeige es nochmal hier im Kompletten, ne, so sieht das aus. Da draußen würde ich gerne so ein. Ja, oben haben wir ja diesen befestigten Bereich, sag ich mal. Ich habe auch überlegt, ob ich unten den Whirlpool hinmache. Aber ich fand es dann oben ganz cool, dass die Nachbarn hier so spotten. Da würde ich einfach so einen Grill machen. Und, ja gut, einen weißen Grill. Er hat einen weißen Grill. Meine Güte, wird er gleich rosig. Also da würde ich entweder so eine Highlight-Farbe nehmen, wobei ich das... Der ist schon edel, ne? Der ist schon edel. Oh, das sind schon coole Sachen dabei. Die Farben. Der ist aus... Witzigerweise ist der aus Kleinkind-Assis, war es kein Scherz, ne? Aber Kleinkinder kann man da nicht grillen. Für alle, die sich jetzt hier sagen, kann man da Kleinkinder grillen? Nein, kann man nicht. So, könnt ihr euch das Kommentar sparen? Den Kommentar, das Kommentar, whatever. Oh ja, genau, für den kleinen Fratzi gibt es hier noch ein Kletter-Gerüst, aber dann nehmen wir das Rosengarten, romantische Garten, natürlich. Dann nehmen wir, gibt es da kein dunkles, schwarzes Holz, meine Fresse, was macht ihr denn? Dann nehmen wir das Grüne. Weil das wäre voll gut, weil auch so schwarze Balken jetzt gewesen wären, dann könnte man das jetzt hier nehmen, aber nee. Das muss irgendwie da drüben hin, habe ich das so irgendwie im Blick, oder nicht? Da unter dem Baum da irgendwie rumkrapseln, so ein bisschen hochklettern, runterklettern. So richtig jetzt wieder bowlen. Ich mach den mal hier so hin. Das ist ganz cool. Ja. Yay, hoffentlich gibt es nicht bald Diebe, sonst können die das Ding schnappen und machen einfach so. Das wäre sogar noch witzig, müsste man mal ausprobieren, ob das geht. Ich glaube nicht, ich glaube, das ganze Objekt blockiert, wenn das über einer Halbwand steht. Okay, also jetzt aber. Und jetzt noch so eine kleine Sitzgelegenheit. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich echt sowas hier nehme oder ob wir sowas ganz provisorisch Bankmäßiges hier machen. Oder so eine leichte Bank, das ist glaube ich am schönsten, ne? So was, genau. Also es soll gar nicht so viel sein, sondern mehr so ein bisschen halt was, ja, gucken wir mal, da was Schlichtes. Ich weiß ja auch nicht, was ihr drin eingerichtet habt. Oder könnte man hier nochmal, oder machen wir das dahin, oder machen wir das hier hin, oder machen wir das auf die andere Seite hier. Da habe ich auch noch Platz frei, ne? Das ist, glaube ich, sogar ein bisschen schöner. Wir dürfen aber auch nicht so weit weg hier vom Eingang. Oder man kommt ja auch hier runter, vielleicht von der Küche. Je nachdem, was man ja, genau. Dann kann man da und dann kann man da zum Grillen und dann kann man hier noch sitzen. Machen wir das doch so. Ja, let's do this. Sollen wir da Dreier machen? Eigentlich auch ganz schön. Wir haben, glaube ich, nur Indoor-Quadrat-Tische. Wir haben ja nur diese aus Elternfreuden und das ist ja ein Indoor-Tisch. Ich gucke jetzt mal, was wir da haben. Was haben wir denn da? Wir haben so die hier und die hier. Ja, das sind so ein bisschen Indoor-lastig. Wobei so ein Holztisch, so ein Verratzter, das passt schon, ne? Das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man so ein Dinger nimmt. Gerade den auch. Der hat halt auch diese Schubladen da, ne? Das ist ein bisschen doof. Wer wird da ein Buch reinlegen? Gut, es regnet nicht. Aber ich finde das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ist man da geschützt vor der Hecke so ein bisschen. Man kann schon noch ein bisschen drüber gucken, aber es ist schon geschützt. Und dann sprühen wir da auch ein bisschen, damit es echter aussieht. Und zwar dieses Moos, und zwar ganz schwach, und zwar nur mit dem mittleren. So. Dann sieht das nämlich so ein bisschen echter einfach aus. Ne? Wir hatten da so einen schönen Rasen. Ja,
Mitten in der Stadt, da ist es schon, da pickt man seinen Rasen. Das ist nicht nur irgendeine Wiese von 100.000 ums Haus drumherum. Das ist dann schon hier ein bisschen was, hier was krasseres. Da steht der Baum wirklich in diesem Pfosten jetzt da drin? Ernsthaft mal? Wir können den ja jetzt verkleinern. Nee, der will nicht verkleinern, da wollen wir einen neuen. Will's auch nicht verkleinern. Ach, du blödes Ding, du blödes. Jetzt aber. Nur einmal verkleinern reicht schon. Danke. So und so. Und schon haben wir das Ding nicht mehr so arg vor der Fresse hier. Und das passt doch hier an den Rand da ganz gut hin, oder? Ja, und ins Haus guckt es auch nicht rein. Wir haben ein bisschen Schatten, wir haben ein bisschen diese kahle Wand hier kaschiert. Passt. Passt hier, passt hier. So, wir müssen zurück zum Spray-Tool. Spray-Tool. Unter der Treppe ein bisschen mehr wieder. Und da ein bisschen zu, da ist auch ein bisschen mehr. So, ist ganz schön, ne? Ist einfach ein bisschen natürlicher. Jetzt nehmen wir noch ein paar kleine Highlights mit auf, und zwar durch dieses Tool, damit wir da ein bisschen Variation drin haben. Am Rand, an so Dingern, da sammelt sich auch meistens so ein bisschen Schmutz. Oder, ne, da ist halt so ein bisschen Erde, weil da halt nicht so viel Sonne hinkommt oder so ein bisschen, ne. Das ist auch mal ganz toll, wenn man da was macht. Auch ruhig unregelmäßig, das muss gar nicht so, das ist halt da ein bisschen mehr erdig, was weiß ich, ne. Da muss man wirklich hier so spicht und fertig. Spicht. Spicht. Das wird jetzt das neue Hashtag grün. Spicht ist der neue Hashtag grün hier. So, und unter dem Grill auch noch ein bisschen, unter dem Baum ist auch noch ein bisschen Laub oder so. Es wird auch ein bisschen matschig dann immer. Genau, ein bisschen Blüten hier vielleicht. Noch gibt es noch ein bisschen was. Gibt es noch ein bisschen Blüten hier. Ja, einfach nur so ein paar. Das sind halt ein paar Wedeldinger da weggeflogen. Hier ein paar mehr. So machen wir das. Genau. Schon sieht das echter aus einfach. Na, wisst ihr, wie ich meine? So, ohne dass es irgendwie zu sehr hier. Das soll schon ein Garten sein. Also es soll keine Terrasse wieder sein. Nimm nur neue Möbel. Da regnet es einmal drauf, dann sind die auch so verwittert wie der Holztisch. Ja, das passt auch soweit, oder? Brauchen wir da noch irgendwas? Ich würde da vielleicht noch so einen Holztisch hinstellen, damit wir da für den Grill noch ein bisschen was haben. Ich will den Grill vielleicht auch darüber stellen, das ist ein bisschen besser. Und da dann so ein kleines Tischchen. Wir haben doch da diese neuen ekligen Holztische bekommen. Die, ja, wo sind die denn hier? Diese da. Das ist wirklich so ein uralter Holztisch. Keine Ahnung, wer den entwickelt hat hier. Liebe Entwickler, wer hat den entwickelt? Ja, ist mal was anderes, ist ganz cool, aber ja, ich weiß nicht, wo genau verwenden, sagen wir mal so. Ja, das ist auch okay, dann kann man da sitzen, mampfen, die können ja, brauchen ja keinen Tisch zum Essen, die können ja auch sitzen hier im Arsch hier essen. Dann haben wir einen Wintergarten, damit ja nicht das Stühlchen hier nicht entfernt wird, wenn wir hier das Ding neu platzieren. Und ja, da kann man auch noch durchlaufen, ist okay. Das ist okay, wenn man ein bisschen Party feiert, mal ein paar mehr Ärsche sich in den Arsch breit drucken in unserem schönen, modernen Haus, das jetzt completed ist. Meine Güte, ging das schnell. Aiaiaichibumbaichi. Das muss jetzt nochmal sein, dieser Spruch. Sorry, ich weiß, ein paar sagen immer, wieso sagst du das immer? Was soll das denn? Ich find's witzig. Mir macht Spaß. Und wieso ist denn die Uhr da so weit da drüben? Habe ich die so weit da rübergestellt? Ich glaube aber nicht. Das steht denn die überhaupt? Die muss ja hier hin, glaube ich, ne? Und das ist ja dahin, oder? Die muss ja hier für die. Die ist ja völlig vor dem Fenster stehen hier. Diese Uralt-Uhr. Okay. Genug gelabert. Jetzt, that's it hier. Wirklich, Leute. Das war's jetzt. Ich zeig's nochmal kurz. Kurz, aber knackig. Kurz und knackig. Machen wir Live-Mode-Light an. Das ist das Modern Fachwerkhaus. Ich bin Daniel von zimfans.de. Das Ding gibt es in der Diesmitz-Galerie als Download. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Ganz wichtig, Haken setzen, bei benutzerdefinierte Inhalte aktivieren. Das ist die auch anzeigen in der Galerie. Selbst wenn ihr die Fenster nicht habt, könnt ihr euch das herunterladen. Die Fenster kommen dann nicht in euer Spiel. Ihr müsst keine Angst haben. Über die Galerie kann kein CC übertragen werden. Das ist ja das Tolle daran. Und dann habt ihr das bei euch im Spiel, wenn ihr die Fenster vorher runtergeladen und neue Mods-Verzeichnis gepackt habt. Alle Infos dazu im Sims 4 Mods Wissen und Installieren Video. Dazu mal suchen hier auf YouTube einfach, dann kommt das. Da erkläre ich alles, wie das funktioniert. Also ihr müsst euch die Fenster runterladen, das Mods-Verzeichnis packen und dann sind die im Spiel. Wenn ihr euch das Haus herunterladet, während ihr die Mods drin habt, dann werden die Fenster ja so aussehen wie bei mir jetzt hier. Wenn ihr die Fenster nicht drin habt, kommen da entweder Standardfenster, ne, von irgendeinem anderen Pack oder von Sims 4 Base Game, oder es kommen keine Fenster,
that's it halt hier so, ne? Ich habe mir hier die Fenster hier halt eben ausgewählt, weil ich das so toll fand mit der Schräge und das passt halt perfekt zum Thema. Sonst hätte ich vielleicht wahrscheinlich gar kein Fachwerkhaus gebaut ohne diese schrägen Fenster. So, dann, jetzt haben wir es aber echt hier. Ende Gelände, aber ich freue mich, es ist wieder Platz für was Neues und wir haben was komplettiert. Ein schönes Projekt, wie ich finde. Und ihr seid natürlich weiter aufgerufen, auch Räume zu erstellen für den Wintergarten unten. Ist so toll, kann man einfach dann ersetzen, ne? Es gibt hunderte Räume in der Galerie von euch, für euch. Und ihr könnt hier einfach, ja, je nach Familiensituation, könnt ihr da einfach dann den Wintergarten ersetzen. Und es ist so cool. Ein bisschen was findet man ja auch ohne die Hashtags. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt. Also es lohnt sich da weiterhin auch mitzumachen, weil es gibt kein Ende von diesem Community-Projekt. Und es gibt immer wieder neue Sachen, die man da dann runterladen kann und sich ersetzen lassen kann. Falls ihr Bock drauf habt, ganz viel Spaß, oder auch wenn ihr das Video vielleicht in einem Jahr anguckt nach Veröffentlichung oder noch später, dann, ja, dann habt ihr da jetzt was hier. Jetzt müssen wir noch kurz gucken. Hier haben wir immer noch diesen beschissenen Briefkasten vom Standard, den will ich ja nicht haben. Dann haben wir den neuen und jetzt sind wir echt am Ende. Ich danke euch. Daumen nach oben ein letztes Mal für das Modern Fachwerkhaus. Danke, danke. Wirklich, ist echt cool. Also Hammer, was ihr hier geschrieben habt. Tausende Kommentare, sehr geile Reihe. Aber irgendwann ist alles vorbei. Und ja, ist auch cool. Dann können wir jetzt wieder was Neues. Wenn ihr Wünsche habt, Ideen, Meinungen, schreibt das in die Kommentare. Ich freue mich. Bis dann. Macht's gut. Ciao.